Frau Dr. Schneider. Ja, Herr Hufschmidt. Ja, es gibt ja Ihren Freund, nicht wahr? Herrn Vogeler. Ja. Marcel. Marcel. Ja. Ja. Auf den man sich verlassen. Das kann man, ja. Dem folgen Sie jetzt. In die Wildnis nach. Ja. Tja, er hat ja gern gelesen. Ein Stück Karotte? Ja. Nein, es riecht nach Fleisch. Riechen Sie einmal daran. Säuerlich. Süßsäuerlich Fleisch. Ja. Ja, mit einem Stich ins Bauch. Also den Müll damit verzeihen. Wenn ich ehrlich bin, so kommt es mir wie eine kleine Zehe vor. Chemischen Verbindungen, metastabil organische nämlich und eine organische Kohlendioxid halte ich. Zum einen autotroph, wenn sie der Synthese wegen Kohlendioxid fixieren, oder aber heterotroph, wenn sie als Kohlenstoffquellen organische Substanzen verwenden, da es in diesem Stoffwechselgeschehen niemals zu einem Gleichgewicht kommen kann. Das heißt, ich bitte dich um eine Fahrt nach Leipzig. Zu Herrn Hufschmidt, dem Vermieter, wo wir wohnten. Hufschmidt? Leipzig. Die Adresse hatte ich aus der FAZ. Ja, es war gut gediegen, aber er hat mich in der Hand. Es ist ein kleiner Gegenstand.